Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. In einer Welt, in der akute Gesundheitskrisen und epidemische Ausbrüche oft die Schlagzeilen beherrschen, existiert eine ebenso ernste, jedoch oft übersehene Bedrohung: die chronischen Infektionen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, um Ihr Bewusstsein für dieses hochwichtige Thema zu sensibilisieren, kommen heute 4 Experten im Kolloquium Medizin zusammen. Wer das ist, zeige ich Ihnen nach dem Intro. Nutzen Sie die Zeit nochmal, um kurz durchzuatmen und sich mental auszurichten. Ich darf das Gespräch eröffnen und euch initial vorstellen. Dr. Markus Stark, du bist Experte für die Psychoneuroimmunologie. Gerd Seebergs, du bist Gesundheitsanalyst. Lothar Hirneise, du bist Krebsforscher. Und Rolf Janssen-Rossig als Umwelt- und Tropenmediziner. Nun, meine Herren, ich weiß, das Gespräch wird gleich wieder ineinander fließen. Das ist einfach auf eure Expertise zurückzuführen. Ich würde euch nur bitten, wenn wir jetzt über die chronischen Infektionen sprechen, dass wir vielleicht einige Punkte auf unsere Agenda bringen. Mir ist es wichtig, dem Zuschauer erst einmal zu charakterisieren, was sind chronische Infektionen und wie lassen sie sich von den akuten Infektionen differenzieren. Dann ist für mich wichtig, sie werden oft übersehen, sie werden unterschätzt. Was kann der Zuschauer tun, um sie früh oder wenigstens rechtzeitig zu erkennen? Vielleicht können wir auch kurz auf eine Diagnose eingehen oder auf die Diagnostik. Und natürlich sind präventive Lösungsstrategien oder auch therapeutische Ansätze aus der Ganzheitsmedizin für mich ein sehr relevantes Thema. Und damit eröffnet gern das Gespräch. Markus, magst du starten? Wieder ich. Wieder du. Ja. Chronische Infektionen. Grundsätzlich braucht man keine Angst haben davon, einmal eine Infektion zu erhalten. Hat jeder mal, jeder wird einmal krank und wenn ein gutes Immunsystem hat, dann kann er das auch gut regulieren. Mhm. So, wir haben weit mehr Bakterien-DNA in uns als körperliche DNA. Also Bakterien gehören zu uns, Viren gehören zu uns, Parasiten sind bei uns da. Das ist alles normal, kein Problem, wenn ich ein gutes Immunsystem habe und alles ist im Gleichgewicht. Geht das Ganze aber, wenn man sich das größte Immunsystem oder den Ort des Geschehens anschaut, der Darm zum Beispiel, und wenn der nicht in Ordnung ist und ein SIBO entsteht, ein Dünndarmüberwucherung mit Fehlbakterien, angenommen Klebsiella, ein Bakterium, das sehr starke Entzündungen auslösen kann den Körper eindringen und eine Autoimmunerkrankung auslösen, zum Beispiel das Rosacea oder Morbus Bechterew, wenn du genetisch positiv dafür bist. Also ich suche bei meinen Kunden mit Autoimmunerkrankungen und chronischen Infektionen, wie funktioniert das Darmmilieu? Eins, gibt es hier Bakterien oder Störfaktoren? Eventuell macht man eine Parasitenanalyse, wo ich auf seine Expertise noch warte, weil das mit meiner Meinung nach viel zu häufig übersehen. Viel zu häufig übersehen. Also bei Morbus Crohn-Patienten oder Colitis-Patienten findet man immer Parasiten, wenn man genau schaut. Und das muss man ausschließen, damit ich einmal hier Ruhe ins System kriege. Und dann natürlich auch bei den Zähnen. Also Parodontose ist kein schönes Problem, das ist eine Krankheit. Ja. Ja, und da spielen auch Mikroben eine Rolle. Da entstehen Leichengifte, Putrescin, Kadaverin, all das, was Bakterien in das Fäulnis produzieren. Und das muss gelöst werden. Das sind chronische Infektionen. Man weiß, kaputte Zähne erhöhen das Risiko für Alzheimer, Demenz, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Und da müsste man halt richtig ansetzen. Ja, ja. Und Helicobacter gibt es ein simples Rezept, wo ich sage, das funktioniert fantastisch gut. 3-mal am Tag 50 Gramm Brokkoli, der Wirkstoff heißt Sulforaphan und Helicobacter ist tot. Wenn man das 14 Tage durchzieht, ist ein fantastisches Mittel. Hochdosiert Vitamin C und Probiotikum, dann sollte das bei den meisten Fällen im Griff sein. Ja, vielen Dank. Damit hast du uns ja quasi schon viele Ursachen dargelegt. Aber ich glaube, das ist sehr multikausal. Oh, ja. Per, du bist Gesundheitsanalyst. Ja. Kannst du weitere Ursachen für den Zuschauer auflisten? Was liegt so den chronischen Infektionen kausal zugrunde? Damit die überhaupt einmal entstehen können, brauche ich oft einmal ein schlechtes Milieu. Mhm. Und die meisten Krankheiten entstehen durch ein schlechtes Milieu. Übersäuerung, zu wenig Sauerstoffgehalt. Also wir haben unglaublich viel Hypoxie im Gewebebereich. Das heißt Sauerstoffunterversorgung. Warburg war ein ganz berühmter Arzt, der hat 1931 Nobelpreis bekommen. Der hat damals schon gesagt, in einem basischen, sauerstoffreichen Zellmilieu kann keine Krankheit entstehen. Noch nicht einmal Krebs. Und ein anderes Thema ist wirklich Immunsystem.
Ein gutes Immunsystem kann alles handeln. Wir wissen heute ganz genau, dass ein gutes Immunsystem selbst mit einem HIV-Virus kein Problem hat. Und wenn wir mal zu Viren gucken, sagt man, okay, dort könnten diese medizinische Sondermaßnahme oder diese machen. Wir müssen auf die Selbstregulation des Körpers vertrauen. Die Zahl der möglichen Viren wird derzeit auf 10 hoch 31 geschätzt. Da kann ich mir nicht jeden Tag was Neues einfallen lassen. Da muss ich auf ein System zurückgreifen und das heißt geniale Selbstregulation und Homöostase. Der Körper kann alles regeln, wenn ich ihn in die Lage versetze und die Beeinträchtigung von außen reduziere. Es ist so genial. Der Körper kann das. Also ich setze immer dort an, so nah wie möglich an die Natur ran. Ja. Und wir hatten ein gutes Immunsystem, wenn man wirklich auch mal raus an die Sonne geht, und zwar jeden Tag mal 30 Minuten, idealerweise in den Wald, dann kommen die Systeme runter und dann komme ich in den parasympathischen Modus. Das heißt, Immunsystem ist aktiv, Regenerationsprozesse sind aktiv. Der Biophilia. Ja, ja. Und, ja. Und das sind einfach Dinge, ich sage mal, ein ganz großes Thema ist sicher Darmbereich. Ja. Ich glaube, da geht fast alles von aus. Man sagt ja auch, der Tod sitzt im Darm oder die Gesundheit sitzt im Darm. Ich muss für ein gutes, muss ein diverses Darmflora sorgen. Sagen wir, wenn wir heute ungefähr schon 50% Reduktion der Diversität der verschiedenen Bakterien im Darm. Das hat mit den Ernährungsgewohnheiten zu tun, dass wir einfach nur noch viel zu wenig, jetzt sagen wir mal, immer die gleichen Nahrungsmittel nehmen, die vielleicht auch noch schlecht sind. Aber früher haben die Leute einfach alles Mögliche gegessen, war regional, saisonal. Und die waren aber auch sauber und heute sind sicher viele Ursachen dann auch Gifte, Pestizide, Herbizide, sowas wie Glyphosat. Ich meine, Glyphosat ist bei uns noch zugelassen, das ist der pure Wahnsinn, was das alles kaputt macht. Und da ist natürlich das klar, dass ich chronische Infektionen, Entzündungen kriege. Und es gibt da heute Analysen, die sagen, bis, ich glaube, durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist 79 oder 80, zwischen Männern und Frauen ungefähr im Schnitt. 55 Jahre davon sind gesund. Es gibt andere Statistiken, die sagen, nur noch 4% der Bevölkerung altert gesund. Ich meine, früher sind die Leute zum Schluss, sagen wir mal, ist das Herz stehen geblieben, beim Abendessen eingeschlafen oder im Bett gestorben. Heute ziehen die ganzen Menschen ziehen chronische Krankheiten mit sich ohne Ende. Autoimmunerkrankungen explodieren. Explodiert alles. 10% der amerikanischen Bevölkerung. Also da habe ich, sag mal, Pestizide, Herbizide, Fungizide, was ich dort alles habe, Medikamentennebenwirkungen, sag mal, es gibt Länder, sag mal, Bruce Lipton hat in den USA immer gesagt, es ist wenigstens Nummer 3 in der Krankheitsursache oder Todesursache in den USA. Da gibt es diesen Dänen, der Professor in Kopenhagen ist, der sagt, 2 oder 3 von den Krankheitsursachen oder Todesursachen sind Medikamente. Ich meine, da müsste man schon mal hingucken, welche Nebenwirkungen Dinge haben oder auch praktisch welche Nebenwirkungen, die dann völlig unkontrolliert sind, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig nehme. Diese Wechselwirkungen waren gar nicht mehr berücksichtigt, sagen wir mal. Deshalb muss man, der Körper kann alles regeln, wenn man ihn mit den entsprechenden Mikronährstoffen, Vitaminen und vor allem extrem gutem Wasser versorgt. Und da ist schon, da fängt es ja schon an, das wichtigste Lebensmittel wird gar nicht mehr diskutiert. Da wird normales Hahnwasser getrunken und ich nehme Wasser aus Plastikflaschen. Chlorwasser. Da brauche ich mich doch nicht wundern, dass 97% der Kinder sind kontaminiert mit Plastik-Nanopartikeln. Und Plastik-Nanopartikel, insbesondere Bisphenol A und Phthalate, sind endokrine Disruptoren, also jetzt, die bringen meinen Hormonhaushalt durcheinander. Mhm. Jetzt habe ich ein geniales Selbstregulationssystem, Hormone, Enzyme, jetzt habe ich eine Übersäuerung. Übersäuerung sorgt dafür, dass Hormone, Enzyme ihre dreidimensionale Geometrie nicht entfalten und die wirken nicht mehr. Also die Systeme, ich greife ja permanent die Systeme an. Ja. Also ich muss im Prinzip, ich muss da zurückgehen und sagen, okay, auch maximaler Stress. Ich meine, man sagt auch auf der anderen Seite 95%, Der Arztbesuche gehen auf Stress zurück. Aber die Wahrheit ist eigentlich, Stress sorgt dafür, dass das Immunsystem deaktiviert und sagen wir mal, wenn ich jetzt Epstein-Barr-Virus habe und Borrelien, dass die erst aktiv werden können, sie können sich jetzt entfalten, weil das Immunsystem deaktiviert ist, das ist eigentlich das Problem. Ja. Und da muss man einfach auch Lifestyle sich angucken. Da, danke. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Oder? Man hat das bei den Amis angeschaut. Vier Kriterien. Die wären? Körperliche Bewegung regelmäßig. Ja. 30 Minuten täglich. Normaler Body Mass Index, gesunde Nahrung und rauchen oder nicht rauchen. 4 Kriterien. Schaffen in den USA 2,7% der Bevölkerung. So, von 100 Amis leben nicht einmal 3 gesund. In Deutschland sind es 9%. Und das legt einmal einen Grundstein, dass ich alles schwäche im System. Und wenn ich das Mikrobiom anschaue, so eine Mikrobiomanalyse mache, ich finde von 100 Mikrobiomanalysen bei 95 keine Säuerungsflora mehr. Keine Enterokokken,
Die sind weg bei den meisten. Lactobacillen Bifidobakterien. Der Enterococcus ist ein Bakterium, das sorgt im Darm zum Beispiel für Säure-Basen-Haushaltregulation, damit die Säurungsflora sich etabliert und auch bildet ein Abwehrsystem, das heißt IgA, SIgA im Darm. So. Und beim SIgA sehe ich im Darm, ist es zu stark, gibt es eine starke Abwehrreaktion gegen irgendetwas. Wenn es zu wenig SIgA ist, ist das System nicht mehr in der Lage abzuwehren. Ich habe ein hohes Risiko, dass zu viel Pathogene in den Körper eindringen, bis hin zur Autoimmunerkrankung. Das Eosinophil-EPX nennt sich das im Darm, Entzündungsreaktion im Darm. Also ich sehe bei all meinen Patienten, wenn ich das einmal anschaue, bei Autoimmunerkrankungen, die haben keine Säurungsflora mehr, die haben vielleicht noch pathogene Fäulnisflora, diese überfordert das Immunsystem, Entzündungen in der Darmwand. Die schildern aber, dass sie oft hier gar nichts spüren. Ich habe nicht das große Darmproblem. Nehmen das als normal an. Und dort machst du das ganz instabil. Und dann haben wir durch unseren Lebensstil chronischer Stress, verschiebt unser Immunsystem, hoher Cortisolspiegel durch Stress, drückt unsere angeborene Immunität, die TH1-Zellen nehmen wir dir mal. Wenn dann ein Virus dazu kommt oder irgendwas, ich habe keine Abwehrkraft. Geht nicht. Ja. Ich wollte ja noch zur Ernährung was sagen. Ich habe bei einem Amerikaner mal gelesen, gesagt, man muss jede Mahlzeit als Chance begreifen, diese Bakterien, die wie in einer Cafeteria da sitzen, mit irgendetwas zu versorgen, was denen schmeckt. Und je diverser das ist, sollte aber sehr ballaststoffreich sein und sehr viel fermentiertes Gut sein. Das lieben Bakterien. Und jedes Bakterium hat vielleicht ein bisschen andere Vorliebe. Um die alle zu befriedigen, dass in der Cafeteria eine gute Laune ist, muss ich jede Mahlzeit als Chance begreifen, die, sag ich mal, optimal auszustatten. Ja, ja. Durch diese Lebensstilfaktoren, primär die Ernährung, habt ihr gesagt, wird unser Milieu beeinflusst. Ja. Rolf, du bist der Experte für Parasiten und auch für Virenbakterien. Kannst du das unterstreichen, dass das Milieu wirklich alles ist und die Mikrobe sekundär dann erst Einfluss hat? Also das kann ich nicht unterstreichen, weil beide hatten Unrecht. Die einen, die gesagt haben, es ist das Milieu, und die anderen haben behauptet, es sei der Keim. Ich kann nur sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, wie oft immer im Leben. Ohne das schlechte Milieu kann der Keim nicht existieren, und ohne Keim habe ich auch mit schlechtem Milieu keine Infektion und keine Probleme. Und das Detail ist das Wichtige. Also das Problem liegt im Detail. Und damit man Respekt erstmal vor chronischen Infektionen bekommt, muss man mal in die Gruselkiste greifen der Infektiologie. Man guckt sich die Tuberkulose an, man guckt sich die Syphilis an und die Lepra an. Und dann weiß man erstmal, was Erreger können. Nehmen wir mal die Syphilis, dann werden also, wenn der Vater mit einer Ukrainerin fremdgegangen ist und schläft mit seiner Frau und schwängert die, das ist ja Realität, ich kenne das, ich kenne auch Professoren, die haben 5 kleine Studentinnen nebenbei laufen und sind trotzdem noch verheiratet. Also wir müssen ja die reale Situation sehen im Leben, und aus diesen Situationen muss man seine Schlüsse ziehen. Bei mir in der Praxis ist das alltäglich. Jetzt hat also die Ukrainerin leider eine Syphilis, und jetzt schwängert er seine Frau, und die steckt er natürlich gleichzeitig an. Jetzt kommen die Kinder auf die Welt mit Tonnenzähnen und Säbelbeinen. Wie geht das denn? Das gibt es in der ganzen Familie nicht, Tonnenzähne und Säbelbeine. Ja? Das heißt, hier gibt es epigenetische Phänomene. Jetzt sind wir nämlich in der Epigenetik, und man kann jetzt nicht die Epigenetik alleine rausnehmen. Das ist ein Teil der ganzen Geschichte, nämlich ein Teil dieser gruseligen Syphilis-Infektion. Intellektuell sind die Kinder natürlich auch daneben. Die haben vielleicht einen IQ so groß wie eine amerikanische Vorwahlnummer, 001 maximal. Das ist ein Drama in der Familie. Ich habe viele Familien daran zerbrechen sehen, sozusagen. Wir sehen aber erstmal die chronische Infektion, und Syphilis macht ja chronische Infektion, die wird erstmal auffällig, ne, ein Primäraffekt, und dann verschwindet die auch noch. Also das ist alles ganz furchtbar. Und wenn der Arzt schon gar nicht weiß, was ein Primäraffekt ist, und es ist nämlich die Erkenntnis das Wichtige, und dann kommt erst das Verständnis. Und wir sehen eben sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Ärzten heute weder Erkenntnis noch Verständnis, zumindest was dieses feine Segment der chronischen Infektion angeht. Haben wir also schon mal die Syphilis, eine gruselige Erkrankung, ne? Die läuft ja dann auch weiter, bis man dann hinter in die Dabis dorsalis, also in die Stadium 3 kommt, wo dann selber der Betroffene auch die noch, ne? Je nachdem, genau, wann er angesteckt ist, waren jetzt also die Kinder, die schon infiziert sind im Mutterleib, aber es gibt natürlich auch die spätere Infektion. Ne? Dann haben wir die Lepra, wenn die dann, ich habe ja viele, viele Lepra-Patienten gehabt und therapiert, als ich in London war, nicht, die dann die Verstümmelungen haben überall, weil die Nerven eben halt nicht mehr funktionieren. Man spürt keinen Schmerz mehr, man stößt sich, und dann wiederholt sich das, und dann degenerieren letztendlich die Finger und natürlich auch die Zehen. Und viele, viele andere Sachen, dicke Haut, Lepra und so weiter. Also eine chronische Erkrankung, die sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinzieht. Ne? Wir haben nichts Leprosum, will ich jetzt alles gar nicht rein. Kann man sich mal das Hansen-Museum in Norwegen mal angucken, in Bergen. Das wäre vielleicht mal ganz lehrreich. Und dann haben wir eben halt auch andere Erkrankungen. Und jetzt wird es schwierig.
Ja, wenn wir jetzt mal vom Morbus Crohn reden, für mich ist seit über 30 Jahren klar, was das für eine Erkrankung ist. Es ist eine chronische Paratuberkuloseinfektion. Punkt. Und da gibt es auch keine Diskussion mehr. Dass das Robert-Koch-Institut ein Statement abgegeben hat, wo es behauptet, dass eben die Kausalität noch nicht nachgewiesen sei. Das mag ja sein. Das ist der Standpunkt eben halt dieser staatlichen Einrichtung. Kann ich auch nachvollziehen. Aber wir müssen wissen, dass es mindestens 3 Professoren auf der Welt gibt, die völlig andere Meinung sind und die auch effektiv, meistens die Veterinäre, denn die wissen davon, die kennen die Erkrankung, nämlich diese Mutanion. Erkrankung bei den Rindern. Früher, als ich klein war, stand noch auf dem Stall drauf TBC frei und Jonis frei. Das weiß ja heute keiner. Ich weiß das aber nicht. Ich bin ja 73 Jahre, habe ich also auch als Kind schon mal solche Sachen lesen können. Ich konnte schon sehr früh lesen. So, die Jonis-Erkrankung, das ist genau die Erkrankung, wenn ich jetzt, sagen wir mal, an Patienten denke von mir, die haben 150 Bio-Rinder, wenn du ein einziges Rind hast und gibt fast keinen Bestand mehr bei den Rindern, wir kommen gleich auch wieder auf die chronischen Infektionen zu sprechen, wir müssen aber erstmal Verständnis dafür schaffen, indem wir Erkenntnis schaffen, nicht? Also es gibt keinen Rinderbestand, der in Deutschland frei ist von Paratuberkulose. So, jetzt habe ich, sagen wir mal, 1000 Rinder und habe ein einziges Rind dabei, die scheißen sich tot, entschuldigen den Ausdruck, Milliarden von Bakterien kontaminieren den ganzen Hof, alles. Ja, so. Und jetzt wird die Milch abgeholt, die wird ja, wie ihr wisst, auch durch Automaten gesammelt, dann kommt der 20.000 Liter Wagen und dann haut er die Milch da rein. Dann ein Rind mit einer Milch kontaminiert die Milch von Hunderten von Rindern. Das heißt, wenn ich dann hinter, und das ist alles nachgewiesen, ne, man könnte jetzt zum Supermarkt gehen, ich nenne die Namen mal nicht, ihr kennt die alle, dann kauft man sich da die pasteurisierte Milch, ne, und denkt, die ist in Ordnung. Das ist auch ein Teil, wo man eben keine Milch drin, bei unserem Haushalt gibt es keine pasteurisierte Milch, da gibt es nur die Haarmilch und die wird noch gekocht. Und dann kann man die verwenden. Warum? Weil nämlich, und jetzt wird es interessant, und das wissen ja alle gar nicht, aber warum beschäftigen sie sich damit? Ich kann es nicht begreifen. Die Pasteurisierung kann nur die Tuberkuloseerreger töten. Das hat von der Temperatur zu tun, das hat mit dem Druck zu tun und der Einwirkzeit zu tun. Das sind die 3 Faktoren, die man hat bei der Pasteurisierung. Das reicht für Paratuberkulose nicht. Punkt. Das heißt, die Milchindustrie müsste jetzt schon mal das Verfahren ändern, die Temperatur erhöhen, den Druck erhöhen und die Zeit erhöhen. Das kostet Milliarden, macht natürlich kein Mensch. Wenn ich jetzt also mir die Milch hole, die sogenannte pasteurisierte Milch und weise jetzt dann da Erreger drin nach, dann kann ich da wunderbar lebende Paratuberkulose-Erreger drin nachweisen. Und jetzt geht es wieder um die Disposition. Nicht jeder, der diese Milch trinkt, wird natürlich jetzt einen Morbus Crohn entwickeln. Aber es gibt eben viele, die haben Morbus Crohn. Und wenn man das ehrlich machen würde, dann würde man bei denen direkt eine Biopsie nehmen, in dem, nicht, was machen die Chirurgen, schneiden meterweise eben den Darm raus und entkernen diese Menschen sozusagen. Ich habe das gesehen, guter Studienkollege meiner Schwester, die auch Ärztin ist, der ist Chefarzt als der Chirurgie. Wir haben da sehr oft eben halt solche Phänomene beobachtet. Ich komme gleich auch noch auf einen Patienten zu sprechen, der mal neben mir lag, in einem Zweibettzimmer, nicht? Der nämlich Biogasanlagen gebaut hat. Und der hatte auch eine chronische Darminfektion. Keiner wusste, warum. Ne? Beziehungsweise ein chronisches Darmleiden. Ne? Inflammation, stille Inflammation. Ich sagte, es gibt keine stille Inflammation. Sie müssen doch irgendwas am Darm haben. Was machen Sie denn beruflich? Das war meine erste Frage als Umweltmediziner und Tropenmediziner. Da sagt er, ja, ich bin Ingenieur. Ich sage, was machen Sie denn als Ingenieur? Ich baue Biogasanlagen. Ich sage, hören Sie mal, besichtigen Sie die auch oder haben Sie das nur auf dem Papier? Nee, da gehe ich auch hin, die muss ich auch kontrollieren. Ja, ich sage, sind Sie denn schon mal irgendwie da verletzt worden? Und sind Sie mal so, ja, ich bin ein einziges Mal hingegangen, da hat es so geregnet, da hatten überall Bretter ausgelegt und dann ist er, man höre und staune, ein Jahr bevor er krank wurde, ist auf dem Brett ausgerutscht und mit dem Kopf ist auch direkt in die Jauche gefallen, weil da irgendwie eine Undichtigkeit war. Ach, sag. Und ein Jahr später ist dann auf einmal diese Inflammationserkrankung des Darmes aufgetreten. Ja, sagen, weiß ich was hier. Paratuberkulose. Ne? So, diese Diskussion läuft schon seit ewig. Jeder Veterinär weiß Bescheid. Professor Norman Taylor ist gerade leider gestorben. Einer der genialsten Leute in dieser Beziehung. Kann man mal nachlesen. Paratuberkulose und Horn Norman Taylor. Einfach mal eingeben. Ne? Und dann gibt es noch einen in New York und dann gibt es noch einen in Sydney. Die entwickeln jetzt schon eine Therapie, so ähnlich wie die antituberkulöse Therapie, wo in einer Kapsel, so wie bei Pylera, das ist ja dieses Mittel gegen Helicobacter, was wir zum Teil einsetzen. Ich erkläre gleich auch, warum wir nicht dieses Medikament einsetzen, von dem du gesprochen hast. Das heißt, wir haben eine Triple-Therapie notwendig, denn auch Tuberkulose kann man eben nicht mit einem Medikament behandeln, darf man auch nicht. Ne? Und da diskutiert auch keiner mehr über Darmdysbiose, denn da wird der Patient unter Umständen nach Parsberg geschickt, das ist das Gefängniskrankenhaus in Deutschland, wenn der nicht willig ist für die Therapie. Und dann wird er mit 6 Antibiotika, 4 IV und 2 oral oder umgekehrt manchmal, wird er ungefähr 1 bis 1,5 Jahre behandelt. Was hat der dann? Keine Tuberkulose mehr, der hustet kein Blut mehr, der hat auch keine Folgeerscheinung mehr, egal wo im Körper. Und der Patient hat, wenn er Pech hat, auch eine Darmdysbiose, die kann man auch relativ einfach behandeln. Das versteht man ja heute, man kann das Mikrobiom stimmen. Da haben wir also schon mal eine chronische Infektion, die völlig verkannt wird. Ja? Und guckt man sich mal das Elend. Ich habe auch schon als Student und auch als Schüler schon auf einer chronischen Station gearbeitet, wo eben halt die Crohn-Patienten und die Colitis-Patienten. Ist im Grunde nichts anderes. Die einen kriegen erst Crohn und dann Colitis, die einen erst Colitis und dann Crohn. Im Grunde hängt das sehr stark zusammen. Wenn man jetzt hergeht und nimmt den Darm raus und vergleicht das
Präparat und guckt sich den Darm des Rindes an, was Morosion ist, hat, dann sieht man, das ist völlig identisch. Histologisch ist da gar kein Unterschied. Gut, warum man das nicht als kausal erkennt, weiß ich nicht, aber man kann sich vielleicht mal überlegen, welche Interessen dahinter stecken. Ja, ich habe ja ganz kurz die Milchindustrie erwähnt, die Politik lasse ich jetzt mal vollkommen raus. Jetzt sieht man schon mal, das ist eine Katastrophe. Das ist natürlich nicht, was viele betrifft, aber die betrifft es brutal. Wir könnten also locker jeden Crohn-Patienten heute schon behandeln, indem wir ihnen eine quasi tuberkulose-ähnliche Therapie geben. Das macht natürlich keiner, das darf keiner, weil die Leitlinien das natürlich nicht sagen. Und wenn das RKI die Stellungnahme angibt, sind mir als Arzt schon die Hände gebunden. Ja? Deshalb will ich jetzt auf die therapeutischen Interventionen, die ich kenne, will ich mal vorsichtig sagen, will ich gar nicht eingehen. Aber die Erfolge, die kann ich ja natürlich auch nicht berichten. Aber mir sind solche Fälle zumindest bekannt. Jetzt gibt es Infektionskrankheiten, da kann man ja noch sagen, da kann man ja dran fühlen. Ne? Also wir hatten die Syphilis, wir haben die Tuberkulose und die Lepra, die drei. Die muss man sich mal durchlesen. Auch der Zuschauer sollte jetzt einfach mal bei Wikipedia reingehen und über diese Krankheiten wirklich mal 2, 3, 4, 5 Wochenenden nachlesen. Dann kriegt er erstmal Respekt. Respekt vor intrazellulären Erregern, die alle möglichen Fähigkeiten haben, bis in unser Genom einzugreifen. Und das Gehirn sowieso, Neuroinflammation haben wir schon drüber gesprochen. Und die sind nicht mehr ganz taco, die Leute, die dann im Gehirn eine Infektion haben. Gibt ja auch eine Tuberkulose des Gehirns. Ne? Das war selten, aber gibt es. Jetzt gibt es aber viel kompliziertere Sachen. Und hier spielt die Erkenntnis und die Konsequenzen, die man daraus zieht, eine ganz, ganz große Rolle. Wenn ich jetzt einen depressiven Patienten habe, wer kommt denn als, mein Sohn ist ja Psychiater, Neurologe und Psychotherapeut, der kommt doch ohne seinen Vater nicht auf die Idee, nachdem all, was er gelernt hat, und ist genial, hat einen hohen IQ, ist ein Hochbegabt. So, der kommt aber nicht auf die Idee, dass seine Depressionspatienten zunächst mal auf chronische Infektionen untersucht werden müssen. Ja, und die haben fast alle chronische Infektionen. Ich habe ein Drittel meiner Patienten in der Praxis, die kommen direkt aus der Psychiatrie. Die kommen mit Morbus Parkinson, die kommen mit Alzheimer, Demenz, die kommen mit Depressionen, vor allem oder Schizophrenie. So, wenn du diese Leute anständig, ehrlich, in richtigen Labor mit richtigen Tests untersuchst, dann sind die alle infiziert. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Gerade habe ich heute zur Mittagszeit hier mit der Chefin des Hauses, habe ich über ein 10-jähriges Kind mit ihr diskutiert und habe ihr gesagt, was dringend gemacht werden muss. Das Kind ist jetzt komplett abgedriftet, kommt intellektuell nirgendwo mehr, in der Schule schon gar nicht. Das ist kaum noch handelbar und es hat jetzt eine Symptomatik wie Autismus entwickelt. Ich habe dann gefragt, ich sage, was hat denn die Mutter gemacht für eine Sportart? Ja, wieso, was hat denn das damit zu tun? Ja, ich sage, hat die, vielleicht ist sie geritten oder ist auf dem Bauernhof groß geworden. Kommt raus, ist auf dem Bauernhof groß geworden und ist geritten. Was kann das Kind also haben? Eine Borna-Virus-Infektion. Ja, ist das geprüft worden? Nein. Ne? Was hat die Mutter dazu? Ja, weil das diaplazental übertragen werden kann. So, wie viele Kinder haben wir mit Borna-Virus? Jede Menge. Ne? Erkennt das das RKI an? Nein, die Forschung ist von Frau Dr. Bode und dem wunderbaren Professor Ludwig. Das ist ein Pärchen, eines des besten Forschungspärchen, was ich kenne. Ich habe mir aber von Frau Dr. Bode einen Vortrag anhören müssen bei der Whistleblower-Gesellschaft, weil das RKI der Frau den Stuhl vor die Tür gestellt hat, weil sie gesagt haben, sie sehen den Zusammenhang nicht zwischen Borna und Depression. Gut, das will ich jetzt gar nicht wissenschaftlich beurteilen. Auf jeden Fall war das eine harte Konsequenz für Leben. Die Arbeit, die aber jetzt publiziert wird, könnt ihr euch mal angucken, da steht dann Bode unter anderem als Co-Autorin drauf. Das waren Kinder, Wochen alt, erst Babys sozusagen, die alle nicht mehr gegessen haben. Und davon waren schon viele gestorben, bis man dann Bode involviert hat und einen sehr berühmten, bekannten Kinderarzt, dessen Namen ich jetzt mal hier nicht nennen will. Und die haben eine Studie gemacht bei den Kindern. Es ist rausgekommen, alle diese Kinder, die hatten eine komplette Essstörung, werden alle gestorben, ohne Ausnahmen, hatten alle eine Borna-Virus-Infektion. Was hat man gemacht? Man hat die hochdosiert mit Amantadin, ein ganz altes Antivirusmittel, behandelt. Was haben die Kinder gemacht? Ihr werdet es nicht glauben. Sie haben wieder die Butterbrust angenommen. Und sie sind alle eben halt wunderbar genährt gewesen und haben alle überlebt. Ja, wer hätte daran gedacht? Und das ist das Problem. Wir haben uns mit den Sachen nicht konkret beschäftigt. Wir wissen gar nicht, welche Diagnosen wir stellen, wie die verursacht sind. Wir müssen eben viel mehr die chronischen Infektionen integrieren. Ich komme auch noch auf andere Infektionen gleich zu sprechen. Das heißt, Borna-Virus spielt bei allen Verhaltensstörungen eine Rolle. Bei uns wird kein Patient, der aus der Psychiatrie kommt, in irgendeiner Weise lerngestört, verhaltensgestört, aggressiv, depressiv oder was auch immer. Alles, was ich sage, Mensch, du hast dich aber verändert, das reicht schon, wenn die Frau das zu mir sagt, dann wird der auf Borna untersucht. Voraussetzung ist natürlich die Exposition. Aber wir wissen noch nicht genau, wie die sich alle infizieren. Wir müssen aber davon ausgehen, bei Pferdekontakten ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein. In diesem Fall bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt so eine Liste aufgemacht, was noch nicht geprüft wurde. Babesien, das ist die Malaria des Nordens, ist eine zerebrale Infektion, wurde von Professor Jerusalem in der Universität Leiden, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, als Muster benutzt oder als Tiermodell benutzt für die Erforschung der zerebralen Malaria, die man nicht untersuchen kann, weil entweder therapiert man den Patienten oder der stirbt. Da ist nichts dran zu untersuchen. Also ist man in die Babesiose, ist eine Verwandte sozusagen aus den Pyroplasmen von den entsprechenden
Malariaerregern, praktisch eine Zwillingsschwester, wenn man so will, und die macht chronische zerebrale Infektionen mit all den Folgen. Wir haben hunderte von Patienten in unserer Praxis eben halt diagnostiziert und erfolgreich therapiert mit einer zweifachen Antimalariatherapie. Und das sind gar nicht wenige, die das haben. Alle, die Migräne haben, alle, die Kopfschmerzen haben, alle, die Verhaltensstörungen haben, alle, die depressiv sind und so weiter, werden bei uns alle, ja, alle auf Babesien untersucht. Und es ist die Babesia divergens, das ist die Rindermalaria, die hier in Deutschland eben halt per Moskito übertragen wird. Ne? Oder manchmal auch per Zecken. Ne? Das sind also wichtige Sachen. Jetzt ist das nächste Problem eben, dass wir eben bei den Patienten zum Beispiel, wenn man jetzt mal Deutschland epidemiologisch betrachtet, wir haben in Deutschland 50% der Bevölkerung infiziert mit Toxoplasmose. Und jetzt kommt natürlich das wunderbar hinein, was du schon gesagt hast. Hier spielt das Milieu eine ganz, ganz große Rolle. Und ich kann durchaus eine Toxoplasmose, ich bin selber infiziert, ne? Ich kann auch gleich sagen, dass ich schon einen Punkt in Flensburg habe. Ich sage auch gleich, was das damit zu tun hat. Ja, hast du schon gehört. Ja, genau, kann ich ja ruhig verraten. Es sind noch nicht so viele, aber naja, ist egal. Ich hoffe, die werden irgendwann wieder gelöscht. Und jetzt versuchen wir den Zusammenhang erstmal zu erkennen. Erstmal sind 50% der Bevölkerung infiziert. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja Wahnsinn. Aber die sind nicht alle krank, weil die nämlich einige sind dabei, die haben eine gute Schilddrüsenfunktion, die haben eine gute mitochondriale Funktion, die haben eine gute Abwehrlage und so weiter und so weiter. Jetzt kommt da aber irgendwas, weiß ich, ein Trauma, ist völlig egal. Jetzt kommt der Orthopäde auf die Idee, ja, das weiß ich, die Schmerzen hier, der gibt jetzt Cortison. Jetzt schießt er diesen Mann nieder, der hat eine Toxoplasmose, das wurde gar nicht abgeprüft, der hat vielleicht auch eine Strongyloides-Infektion, Zwergfadenwurm-Infektion, weiß er auch nicht, muss er aber, sonst ist er eigentlich schon im Gefängnis, keinem darf man Cortison spritzen, wenn man nicht eine Strongyloides Infektion oder eine andere Infektion noch ausgeschlossen hat. Das weiß ja kaum einer. Ist aber Gesetz. Ja? Ist ein Kunstfehler. Schon ist das ein Kunstfehler. Man darf keinem Patienten Cortison geben, wenn man nicht eine Strongyloides-Infektion ausgeschlossen hat. Warum? Ganz komplizierte Sache, wenn ich die Weiber betrachte, also die Eier und die Larven dahinter produzieren und die Männer, die Frau ist also befruchtet, der weibliche Wurm, dann gibt es drei Larvenstadien, Larve 1, Larve 2 und Larve 3. Die Larve 3 verharrt in der Pubertät für eine ganz gewisse Zeit. Jetzt kommt das, was du so oft sagst, nämlich Quorum Sensing. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Quorum Sensing ist. Das heißt, Würmer und Wurmpopulationen im Körper können sich untereinander verständigen. Okay. Und die dritte Generation der Larven, der Larve L3, die ist jetzt in der Pubertät und wartet jetzt auf Mamas Signal. Und Mama kann fühlen, wie groß die Population im Körper ist. Wie das geht, frag mich nicht. Das nennt sich Quorum Sensing. Können wir nochmal drüber eine ganze Sendung machen. Ne? Auf jeden Fall. Mama weiß jetzt Bescheid, es sind jetzt viel zu wenig Nachkommen da. Jetzt gibt die eine Botschaft ab, das ist ein Stoff, was durchaus chemisch, durchaus mit Cortison zu vergleichen ist. Und dieses Signal führt jetzt dazu, dass die aus der Pubertät rauskommen, die werden erwachsen, die paaren sich und schon geht der Zyklus im Körper, ohne fremde Einflüsse oder ohne, dass das nach außen geht, weiter. Wenn ich jetzt hergehe und die Mama imitiere, indem ich Cortison gebe, kriegen alle Larven auf einmal einen richtigen Stoß und denken, meine Güte, wir gehen unter. Und dann wandelt die sich ganz schnell alle um, dann nennen wir das Hyperinfektion. Da stirbt der Patient dran. Die kann man dann auch auf der Intensivstation nicht mehr therapieren. Die sterben dann. Und wenn jemand das hat, übrigens eine interessante Erkrankung, die wir hier beim Bau des Gotthardtunnels gesehen haben, hieß die Grubenerkrankung, sind auch viele dran gestorben, weil die ihr Geschäft natürlich überall gemacht haben. Und dann ist dieser Tunnel oft durch Wassereinflüsse überflutet worden und die sind teilweise mit nackten Füßen rumgelaufen. Und haben sich dann damit infiziert, sind sehr, sehr viele auch krank geworden dran. Eine schwere Erkrankung. Wir sehen also zunächst erstmal, wir müssen diese ganze Biologie beherrschen. Und das heißt, wir können eigentlich gar keine Medizin betreiben, ohne zu wissen, was kann ich mir draußen holen. Das sind die Leute mit nackten Füßen beim Earthing rumlaufen zum Beispiel. Ich habe nichts gegen Earthing, aber ich muss überlegen, wenn ich rumgelaufen bin und habe Probleme, dann muss ich die auch abklären. Da gehört eben halt auch die Abklärung bei nackten Füßen für Strongyloides im Zwergfadenwurm dazu. Ne? Und bei den Babesiosen zum Beispiel, wenn die Frau eine Migräne hat, dann kann das aber nicht nur die Babesiose sein, die macht nämlich schwere Kopfschmerzen bis zur Migräne. Ich hatte mal eine Sekretärin und die sollte am 1. August zu mir kommen und es war der 2., der 3. und der 4. und der 5. August und die kam nicht. Am 6. August geht die Türe auf, ich hatte mich schon gewundert, da steht sie mit schmerzverzerrtem Gesicht, ich musste mal aufpassen, was jetzt kommt. Chronische Infektion. Ich sage, hören Sie, was ist mit Ihnen los? Warum haben Sie sich nicht gemeldet? Und sie, ja, ich habe so eine Migräne, ich nehme jetzt das Leben. Ich sage, Moment, bevor Sie sich das Leben nehmen, setzen Sie sich erstmal hin. Dann können Sie hinterher rausgeben, dass ich das Leben nehme. Ich möchte eine Stunde jetzt mit Ihnen erstmal sprechen. Habe ich mit der gesprochen? Ja, seit Ihrem 14. Lebensjahr hat die Migräne. Ich sage, hören Sie mal, da stimmt doch irgendwas nicht. So, haben Sie Katzen zu Hause? Nein, ich habe keine Katzen. Ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat Ihre Großmutter Katzen? Nein. Ihre Mutter Katzen? Nein. Hören Sie endlich auf, ich hatte keine Katzen. Ich sage, okay, wenn Sie mir nicht glauben, dass das mit Katzen zu tun hat, dann will ich mal folgende Frage stellen. Mit 14 hat das angefangen mit der Migräne. Wo waren Sie mit 13, mit 12, mit 11 in Urlaub? Da sagt sie, mit 13 waren wir auf dem Bauernhof. Ich sage, auf dem Bauernhof? Ich sage, ich habe noch nie in den Bauernhof ohne Katze gehen. War da keine Katze? Sagt die, doch.
Ja, ich sage, und wie war das ja? Sie kam auf den Bauernhof, kurzes Röckchen im Sommer an, kommt die Katze auf sie zu, hat sie gedacht, die ist ja nett, die ist lieb, kann man streicheln. Dann hat die ihre Pranken genommen und hat ihr die ganzen Waden blutig gekratzt. Und ein Jahr später kriegt die Frau eine Migräne. Da was hat die? Die hat eine Vaskulitis seit so vielen Jahren, die war knapp 50 Jahre alt. Die hat also eine Migräne, eine Vaskulitis durch diese Bartonellose, die Katzenkratzkrank wird. Haben wir Labor gemacht, 1 zu 4000er Titer Bartonella, haben wir therapiert. Ja, die hat sich nicht... Aber da bist du jetzt auf dem Punkt. Mhm. Wo diagnostiziert man? Wir haben die Labors nicht. Ja, und das ist genau das, was ich auch sagen wollte und was hier für uns alle wichtig ist. Wir haben leider eben halt die Teste nicht überall. Wir haben Labore, da steht drauf, wir machen Bartonellose. Gibt es einige in Deutschland, gibt es auch einige in Europa. In Amerika sind die noch etwas besser drauf. Und da geht das Problem nämlich schon Babesien. Los. Wo? Ja, genau. Na gut, in Österreich haben wir es teilweise im Trop-Institut. Professor Auer ist vielleicht ein Begriff, Professor Asböck, das sind Leute, mit denen ich gut kooperiert habe. Die haben teilweise die Diagnose. Aber genau das, was du sagst, ist nämlich richtig. Bin ich dir dankbar jetzt auch für den Hinweis. Es geht schon los. Wenn ich es nicht weiß, macht es mich nicht heiß. Dann habe ich auch keinen Labortest. Und wofür auch? Das ist ja kein Geschäft. Und man muss überlegen, dass die ganzen Tests natürlich alle auf Geschäftsideen basieren. Das heißt, wenn ich einen Test nicht tausendfach verkaufen kann, ne, dann produziere ich ihn gar nicht. Was soll das? Genau. Viele Firmen, Bayer ja genauso, haben ihre Forschung für Tropenmedizin einfach eingestellt. Ich war selber in Wuppertal dabei, als Bayer seine wunderbare Forschungseinrichtung geschlossen hat. Lohnt sich nicht mehr. Ne? Wunderbar. Und so ist das im Grunde auch mit den Parasitosen, mit den chronischen Infektionen und so weiter. Wir haben also schon Schwierigkeiten, nicht nur daran zu denken, sondern wir haben auch Schwierigkeiten, die zu diagnostizieren. Für diese Frau war das schicksalhaft. Die hatte, ich sage, bist du wahnsinnig, junge Frau, du nimmst dir das Leben, du hast zwei Arbeitslose, ich kannte die Familienverhältnisse natürlich mittlerweile, du hast zwei arbeitslose Männer zu Hause, die liegen zu Hause auf dem Sofa, die musst du füttern und du musst arbeiten gehen und du hast einen Job im öffentlichen Dienst, der wird dir nie verloren gehen, auch wenn du Migräne hast und dich wochenlang krank meldest. Bist du wahnsinnig, du kannst ja nicht das Leben nehmen. Ja? Und dann haben wir die therapiert und die lebt heute noch und die Männer werden immer noch arbeitslos von ihr versorgt und die hat auch immer noch ihren Job im öffentlichen Dienst. Hier sehen wir wieder eine ganz klare, klassische Infektionskrankheit der chronischsten Natur, die es überhaupt gibt. Bartonellose kennt keiner. Vergiss Corona, kann ich nur sagen. Denk an Bartonella. Da scheitern die meisten Schicksale heute in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt dran. Ich weiß es selber ganz genau, weil der Mann, der sich am besten forschungsmäßig damit auskennt, Professor Ed Breitschwert, ist ein ausgewiesener, genialer Veterinär, sitzt in Northwest Carolina University und der macht eine super Diagnostik. Und der hat sich damit beschäftigt, weil genau wie sein Vater, meine Mutter an der Bartonellose gestorben ist, was war passiert? Sein Vater fährt mit dem LKW, also mit dem Pickup, und fährt dabei ein Erdhörnchen an. Und der war natürlich so herzensgut wie sein Sohn auch. Ne? Alle Tiere sind wunderbar. Nimmt das Erdhörnchen also vorne auf den Beifahrersitz, ne? Fährt zu seinem Sohn, der sollte das jetzt retten, ne? War schwer angeschlagen, war schwer verletzt. Und der Sohn macht eben halt das Fahrerhaus vorne auf und sagt, boah, Vater, was hast du denn da? Guck mal, die ganzen Flöhe hier, da sprangen die Flöhe schon überall rum. Er fängt die Flöhe geistesgegenwärtig, der Sohn, das ist dieser Professor Ed Breitschwert. Er nimmt sich das Erdhörnchen, zieht dem sofort noch Blut ab, bevor es starb, und nimmt dem Vater Blut ab. Was ist passiert? Die Flöhe haben den Vater aber schon gebissen, auf der einstündigen Fahrt, glaube ich. Ne? Der Vater hat eine schwere Bartonellose bekommen. Der Sohn hat es diagnostiziert als Veterinär. Die Ärzte haben ihn ausgelacht. Ja? Der ist dann auf Intensiv noch betreut worden, ist völlig falsch behandelt worden. Der Vater ist dann dran geschoben. Bei meiner Mutter war es nicht anders. Der hatte dahinter so ein großes Geschwür hier. Angeblich Krebs, ist dann untersucht worden. Und dann habe ich dem Chefarzt, das war genau der Kollege meiner Schwester, habe ich gesagt, hör mal zu, das ist eine Bartonellose. So ein Quatsch, was soll das denn? Ne? Und dann kommt der Pathologe, ich werde den Tag nie vergessen, aus dem dunklen Gang und sagt schon, ich habe ihn noch nicht richtig sehen können, hat die Frau Katzen? Sagt der Pathologe. Der kannte meine Mutter überhaupt gar nicht. Der kannte auch den Zusammenhang nicht. Und meine Hypothese, dass sie eine Bartonellose hatte. Und da sagte ich, ja, Katzen hat sie nicht, aber sie hat mit Flöhen Kontakt gehabt. Ne? Das ist eine reine histologisch nachgewiesene Bartonellose. Hat er also ein Riesengeschwür, fast pflaumengroß, hier am Hals gehabt. Da war jeder dachte, es wäre ein Tumor. Aber es gibt tumoröse Erscheinungen bei der Bartonellose. Also Fazit war, sie hatte eben die Bartonellose. Warum? Weil ich, jetzt pass auf, das musst du dir vorstellen, weil ich einen Dogge damals hatte und der Hund ist von einem geilen Retriever, war ein Mädchen, durch die ganze Stadt getrieben worden. Dogge mit, die warte 52 Kilo, die laufen sich dann auf dem Asphalt die Füße wund. Ich habe die dann in Duisburg in die Tierklinik gebracht. Dort hat man diesen Hund auf einen alten Lappen gelegt, wo vorher die Katzen drauf waren mit den ganzen Flöhen. Der kam nach Hause. Meine Mutter hatte 80 Flohbisse am nächsten Tag. Und der Hund hatte über 100 Flöhe, die ich mit einem weißen T-Shirt abgesammelt habe. Und danach hatte sie eine schwere Bartonellose entwickelt, mit Depressionen, mit Kognitionsstörungen und so weiter und so weiter. Das sind die chronischen Infektionen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Die Babesien, die Bartonellen und jetzt kommen wir zur Toxoplasmose zurück. Warum ich eben Punkte habe, möglicherweise in Flensburg. Ja?
weil das Risikoverhalten der Maus bei der Toxoplasmose ganz bewusst durch den Parasiten umgesteuert wird. Das heißt, die Maus, die normalerweise Todesangst hat, das kann man im Urin übrigens auch messen, Todesangst hat vor der Katze, die verliert durch die Toxoplasme eben halt Katze komplett die Angst und fängt jetzt morgens an zu schäkern. Guck mal, ist schönes Wetter, herrliche Klinik hier draußen. Und in dem Moment ist sie natürlich des Todes und jetzt kommt endlich der Erreger wieder auf die Katze und dann ist der Zyklus, der biologische Zyklus ist jetzt geschlossen. Und wenn das jetzt bei uns passiert, wir lassen uns natürlich nicht von der Katze fangen dann, ne? Aber was wir wissen, das Risikoverhalten wird geändert. Und das Risikoverhalten ist von einem Psychologen, übrigens interessanterweise nicht von einem Mediziner untersucht worden, anhand der Studentenschaft, der sagte, guck mal, Psychologe, wie gesagt, in Ungarn, glaube ich, oder Tschechien. Und dann hat er gesagt, ich weiß, ihr seid zur Hälfte mit Toxoplasmose infiziert. Erstmal machen wir die Untersuchung auf Toxoplasmose, stellte sich raus, die Hälfte der Studentenschaft im Hörsaal war infiziert. Und dann hat er einen psychologischen Bogen entworfen, um festzustellen, welche Verhaltensmuster die haben. Und hat festgestellt, dass die Infizierten komplett andere psychologische Struktur hatten, als eben halt die Nicht-Infizierten. Und am Ende ist es eben halt so, wenn ich in die 30er-Zone komme, gucke ich auf die Uhr, Mensch, du musst dringend nach Hause. Du hast ja gesagt, die Zeit setzt uns unter Druck. Dann gebe ich halt ein bisschen mehr Gas. Polizei ist nicht da. Ne? Im Handy ist auch keine Radarkontrolle. Gibst du Gas? Du siehst auch keinen, kannst keinen über Hornhaufen fahren. Und das heißt, derjenige, der nicht mit Toxoplasmose infiziert, der würde niemals, Frauen machen das ja meistens noch vorsichtig, aber Männer sind risikobewusster durch Testosteron wahrscheinlich oder weniger risikobewusst. Und dann fährst du eben halt schneller. Und dann wirst du doch geblitzt. Ja? Und wir müssen davon ausgehen, und das sagt auch dieser Professor der Psychologie, wir sehen Verhaltensveränderungen, nicht Störungen, Veränderungen in den ganzen Gesellschaften, das geht hin bis zum Wahlverhalten, durch die Toxoplasmose. Das heißt, wir haben marginale Veränderungen in der Psyche, wir haben aber keine großen Erkrankungen, es gibt kein Fieber, du hast auch nicht unbedingt Schmerzen. Wenn die Toxoplasmose natürlich ausbricht, indem der Arzt ohne Kenntnis, ich will ihm auch nichts vorwerfen, einen Cortisonstoß gibt, aus irgendeinem, was sicher wichtigen, elementaren Grunde, dann wird das Immunsystem eben halt reduziert und dann bricht unter Umständen die Erkrankung aus. Und das ist genau das Problem. Die Leute sind jahrelang infiziert, vielleicht schon über ihre Mutter. Und so ist das bei dem Kind sicher, denn das Kind hatte gar keine Zeckenkontakte, nichts. Das heißt, die Mutter ist geritten, die hat eine Borna-Virus-Infektion. Und im Mutterleib ist das Kind jetzt schon mit Borna infiziert. Das kommt schon mit Borna auf die Welt, hat aber erstmal null Symptome. Und wer kommt auf die Borna-Idee? Keiner. Und das müssen wir wieder lernen, dass es so viele Infektionen gibt. Und dann haben wir natürlich diese ganzen Schädigungen der Mitochondrien und dann die Voraussetzungen, die du auch gesagt hast. Dann ist das Milieu schlecht, dann habe ich einen schlechten Lebenswandel. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja Katholik, wir haben ja keine Engel und keine Heiligen als Patienten. Das heißt, die haben doch alle ihre Fehler gemacht, sei sexuell oder mit der Nahrung oder haben übertrieben mit dem Stress. Und wir müssen doch die Leute so annehmen, wie sie sind. Und ich meine, ich weiß doch, die Leute sündigen alle. Und die wissen natürlich auch, dass man sich entsäuern, entgiften soll, dass ich das nicht essen, keine Schokolade. Aber wir müssen davon ausgehen, die Leute sind nicht heilig und wir müssen eben halt sie so nehmen, wie sie sind. Und jetzt ist das Kind im Brunnen und jetzt muss ich eben überlegen, steckt da möglicherweise eine chronische Infektionskrankheit dahinter? Und die kommt eben halt wie ein Devil in Disguise kommt die daher, also in Verkleidung. Die kommt jetzt eigentlich, und das ist das ganz große Drama, was es eigentlich gibt in der Medizin. Du hast das so schön gesagt bei dem anderen Video, was wir gedreht haben. Die Parzellierung der Medizin verhindert den Überblick sozusagen. Und wenn ich jetzt eben eine Psychiater bin, dann komme ich doch nie, ich weiß ja gar nicht, was Babesien sind. Ich weiß auch nicht, dass sie depressiv waren. Ich weiß nicht, dass die Borreliose die depressiv machen kann. Ich weiß schon gar nicht, dass die Bartonella, was ist das denn, sagt daraus hat. Können Sie das mal buchstabieren? Ja. Ja? Und wieso, wo wollen Sie das denn nachgewiesen haben, sagt er dann zu mir, weil er sagt, er kennt das Labor ja gar nicht. Also wenn ich jetzt Psychiater bin, muss ich die Erreger kennen, die Depressionen machen können. Und deswegen sage ich, steckt doch einfach vor jede Psychiatrie eine Concierge. Die kontrollieren ja immer so schön, wer Frankreich kennt, der weiß das. Da kommst du in kein Haus rein, ohne an der Concierge vorbeizukommen. Die sagt, wer sind Sie denn? Ich habe Sie noch nie gesehen. Zeig mal deinen Ausweis her. Und das muss auch an der Psychiatrie so sein. Da muss gefragt werden, haben Sie die Infektion ausschließen lassen? Bei Ihrem Hausarzt oder wem auch immer. Und wenn das nicht gemacht worden ist, nee, tut mir leid, hier kommen Sie nicht rein. Und das ist der große Fehler. Wir erkennen nicht, welche, ja, nicht KV-Diagnosen, welche Falschdiagnosen. Wir erkennen nicht, dass in bestimmten Ressorts der Medizin Symptome auftreten, die mit anderen Ursachen, die aus anderen Ressorts der Medizin stammen, eben halt verursacht sein können. Und das ist das riesengroße Drama. Es spricht niemand darüber. Und ich weiß noch, wie Professor Auer damals in Düsseldorf im Hotel gestanden hat und hat appelliert an die jungen Leute, die alle da gesessen haben. Macht Infektologie, macht Parasitologie. Das ist so ein spannendes Fach. Keiner hat sich gemeldet. Ja. Ja, die jungen Leute wollen alle Schönheitschirurg oder sonst was werden. Ja, man kann ja wunderbar mit der Medizin Geld verdienen, aber
aber wir müssen wieder zurück zu den Basics. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehört und auch gesagt. Wir müssen wissen, dass die Infektionskrankheiten, die Toxoplasmose, das Bornavirus, die Bartonellose, die Borreliose und teilweise auch die Sachen in Co-Infektionen. Wir haben Leute, die haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Infektionen. Und dann komme ich natürlich selber, ich komme dann manchmal ins Schleudern. Ich kann nicht sagen, ob die Depression jetzt von Borna ist oder ob die jetzt von Bartonella ist. Ist mir auch letztendlich egal. Ich muss nur wissen, dass es hier Überschneidungen gibt. Ich muss dann natürlich auch sehen, was ist mit den Mitochondrien. Ich muss mir die Schilddrüse angucken. Ich muss die toxischen Belastungen angucken. Ich muss mir die Autoimmunität angucken. Das machen wir alles. Wir gehen einmal ganz durch und deklinieren die Patienten. Das kostet Geld. Und ich sage den Leuten dann, die sagen, ja, es ist doch viel zu teuer. Meine Krankenversicherung bezahlt das. Hören Sie mal, interessiert mich nicht. Wollen Sie Ihr Leben weiter vernünftig führen? Jetzt schreiben Sie mir bitte auf, wo Sie in den letzten 3 Jahren in Urlaub gewesen sind und was Sie dafür ausgegeben haben. Und dann müssen die das schreiben, sonst können die Praxis gleich verlassen. Dann schreiben die 800 Euro, 1500 Euro, 2500 Euro. Dann mache ich einen Strich und sage, sehen Sie mal, Sie haben das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Sie haben Beschwerden, Sie ändern Ihr Leben nicht, das sagst du ja auch immer. Sie müssen eben das Geld sparen, fahren Sie nicht mehr in Urlaub. Sie fahren krank hin und kommen krank zurück. Und 3000 Euro haben Sie jetzt einfach dem lieben Gott gegeben. Sie geben Sie das mal in das Labor. Bei uns kostet die Diagnostik zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Ich bin ja relativ billig bei der ganzen Geschichte. Und dann muss man sich überlegen, wie man die therapiert. Dafür braucht man aber dann jemand wie dich. Dafür braucht man jemand wie dich unter Umständen oder wie dich oder den Psychiater oder den Psychologen. Denn ich kann mich ja nur um die Infektion, um die Inflammation kümmern. Und am Ende steht der Patient da, die Frau ist weg, der Job ist weg. Oder die Firma ist pleite, die Steuer hat ihn über den Tisch gezogen. Habe ich jetzt 3 Patienten, ne? Die konnten nicht mehr reagieren, die haben die gelben Briefe gar nicht mehr beantwortet. Und dann werden die natürlich von oben bis unten aufgeschlitzt. Solche Opfer haben wir natürlich, weil die chronische Infektion verhindert, dass die Leute sich in ihrem Leben noch mal irgendwie entfalten können. Und dann greifen alle anderen die Frau. Die Frau sagt, du schläfst ja nicht mehr mit mir, hast keine Potenz mehr. Du versuch mal was anderes. Die Steuer sagt, du kannst mir viel erzählen, du bist ja krank, interessiert mich nicht, deine Briefe hast du nicht beantwortet. Jetzt holen wir die Bude, machen wir dir hier leer. Und solche chaotischen Situationen haben wir. Das heißt, die Leute gehen vollkommen traumatisiert aus der Therapie bei uns raus. Und wenn ich jetzt im Gefängnis sitze für 10 Jahre und komme dann aus dem Gefängnis, was steht denn dann am Tor? Da stehen 3 Sozialarbeiter. Der eine sagt mir, was ich jetzt machen lernen muss, der andere sagt mir, welche Formulare ich ausfüllen muss. Aber an meiner Praxis am Ende steht nämlich niemand. Und die Psychologen, die Psychosomatiker und die Psychiater, die haben 0 Ahnung davon, die fahren mir den Patienten schon im Vorfeld komplett vor die Wand, weil sie eben von diesen Zusammenhängen, über die wir dringend immer wieder reden müssen, keine Ahnung haben. Mhm. Und deswegen sage ich nochmal, es gibt viele, viele chronisch infizierte Patienten, die können angeschossen werden durch ihren Hausarzt, durch jemanden, der es auch nicht so versteht wie wir, indem man eben in eine Krise reinkommt. Es kann auch ein Unfall sein. Die ganze posttraumatische Belastungsstörung habe ich gerade mit einem Kollegen, der eben halt Rehabilitationspsychiatrie und Neurologie macht, besprochen. Der sagt, ja, Jansen Rossig, du hast recht. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine reaktivierte Infektionskrankheit. Was passiert nämlich beim Trauma? Das Immunsystem geht in die Knie. Das ist genau wie der iatrogene Eingriff mit Cortison. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, alle posttraumatischen Belastungsstörungen, zumindest mit meiner Arbeitshypothese, sind reaktivierte Infektionskrankheiten. Denn ohne Keim ist keiner. Und die Leute haben dann vielleicht noch, wie du ja sagst, ein gutes Milieu und können alles in Schach halten, bis der Tag kommt, an dem die Immunkatze aus dem Haus geht. Und dann springen dir die Mäuse über Tisch und Bänke. Rolf, du hast uns jetzt ein ganzes Referat gehalten. Atme mal tief durch. Genau, ich würde nämlich gerne auch Lothar nochmal fragen. Du hast uns an so vielen Beispielen untermauert, dass chronische Infektionen einfach zugrunde liegen. Trifft es auch auf das Krebsgeschehen, auf die Onkologie zu? Gehen dort Infektionen voraus und beachtet ihr auch diese parasitären Belastungen in der Therapie? Ich bin erschlagen zuerst. Du bist auch erschlagen. Ich bin erschlagen, aber positiv erschlagen. Positiv, natürlich auf jeden Fall. Extrem, danke. Extrem positiv erschlagen. Ich könnte noch eine Stunde zuhören, ohne Witz jetzt. Ich meine das ganz ernst. Ja. Ich sage mal so, deine Frage ist, berücksichtigen wir das noch? Genau. Auch wir bräuchten ja 3 Rolfs bei uns. Ich sag's jetzt mal. Ja. Also wir müssen das einfach mal ganz real betrachten. Ich bewundere dein Wissen, ganz ehrlich. Ich meine das vom Herzen. Ich meine das ganz, ganz ehrlich. Sollte das berücksichtigt werden? Ja. Und mir fallen jetzt nochmal 5 Dinge ein, die vielleicht berücksichtigt werden sollen. Und wir kommen aber in sicherlich mehrere Probleme. Das eine heißt Zeit, das andere heißt Geld, das andere heißt Energie. Expertise. Und leitliniengerecht. Und ich sage mal so, sind wir doch mal ehrlich, wenn du stirbst, weißt du, was da im Wissen stirbt? Ich weiß nicht, wie viel Rolfs in deiner, ich kenne mich in deiner Szene in Anführungsstriche zu wenig aus in Deutschland. Aber ich behaupte, für dich, wenn du stirbst, wie viel geht da verloren? Aber ich behaupte einfach mal, es gibt wahrscheinlich keine Handvoll Rolfs in Deutschland. In ganz Deutschland, vielleicht in ganz Europa nicht.
Ja? Ich finde schön, dass es anspricht. Ich kann sagen, ich habe vor 3 Jahren die Entscheidung getroffen, Rolf, gib das Wissen einfach raus. Mach einfach einen Online-Kurs. Ich habe jetzt einen Online-Kurs aufgelegt, wo viele, viele Therapeuten sind. Wir nehmen auch Heilpraktiker. Wir suchen Heilpraktiker, mit Ärzten reden und Ärzte mit Heilpraktikern reden. Wir haben es also sehr breit aufgestellt. Wir sind mittlerweile 160 Therapeuten, die auch eine Telegram-Gruppe haben, weil ich gedacht habe, wirklich, wenn ich mir einen Autounfall vorstelle oder mal einen Herzinfarkt oder was, ich habe nämlich eine ganz schlechte Herzratenvariabilität, die also ganz klar sympathikusorientiert ist. Der Punkt ist sehr, sehr klein. Und da kann man natürlich weitermachen. Und ich würde mich auch freuen, wenn man mit den Onkologen mal in den Kontakt und in den Austausch kommt. Du wärst ja eine ideale Projektionsfigur sozusagen. Und wir müssen einfach da weitermachen. Und ich glaube, wenn die Neugier einmal geweckt ist und wenn auch jemand in der Familie hat, jemand, der krank ist, dann ist das ein Einstieg. Und wenn du da mich so lobst, erstmal vielen Dank dafür. Ich bin ja ein bescheidener Mensch. Dann ist das aber zumindest für mich wieder Ansporn, weiterzumachen. Und dass wir einfach auch mit diesem Format hier, QS24, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, einfach in die Öffentlichkeit gehen und wir sprechen auch die Therapeuten an, die vielleicht noch bevor ich versterbe, was lernen wollen. Ja. Und dann hätten wir die Möglichkeit, dieses Wissen eigentlich in die nächste Generation fortzutragen. Und ich glaube, auch junge Studenten, die da sind oder junge Therapeuten, sollten sich darüber Gedanken machen, weil im Grunde, wenn ich es betrachte, fast jede Familie irgendwo davon direkt oder indirekt betroffen ist. Also das wäre eine Chance. Und deshalb danke auch nochmal für diese Anregung. Nur eine Frage, also Epstein-Barr-Virus, das hast du jetzt noch nicht so angezogen. Das sagt man ja, 90% der Bevölkerung, sagen wir über 40, seien eigentlich damit infiziert. Wie siehst du das im Verhältnis zu den anderen Themen? Ja, das ist eine ganz interessante Hypothese, die ich da auch habe. Und der Zufall wollte es, dass ich einmal in einem Vorlesungssaal saß und vor mir saß ein älterer Herr. Ich wusste nicht, dass der Professor war und zwar habilitiert für 2 Fächer, nämlich für Mikrobiologie, aber Bakteriologie und Virologie. Und da saß ein nettes Mädchen neben mir, eine Studentin, und die wollte eigentlich wissen. Und habe ich ihr kurz erklärt, den Zusammenhang zwischen der Reaktivierung von Viren und Bakterien. Das heißt, die Lipopolysaccharide, die praktisch der Code der Bakterien sind, die können eben eine EBV oder CMV oder andere reaktivieren. Das heißt, wenn ich also jetzt eine EBV-Infektion habe, die stumm ist und habe jetzt vielleicht einen Stress oder habe Cortisonspritze bekommen und jetzt bekomme ich auch noch eine EBV-Infektion, in einem bestimmten Alter kennt man das ja, wir sind ja letztendlich mit 20, 30 alle infiziert, dann kann es sein, dass die Bakteriose jetzt über die LPS das Immunsystem so in Schach hält bzw. aktiviert, dass jetzt die EBV-Infektion reaktiviert wird. Und BioWis, muss ich mal sagen, ist ein wunderbares Labor in Deutschland, die haben jetzt ein wunderbares Protokoll für die Reaktivierung von Viren rausgebracht. Und das lassen wir heute bei allen Patienten grundsätzlich laufen. Denn wir haben auch Grenzen der Therapie, weil was die Bakteriosen angeht, wenn die nämlich eine hohe Aktivierung beim EBV hat, dann kommst du nicht weiter, dann läufst du voll mit dem Gesicht vor die Wand. Und dann therapieren wir auch antiviral und dann haben wir auch Erfolge damit, ganz entscheidend wichtig. Das heißt, wir haben früher jahrelang das nur auf die bakteriellen Schiene und parasitären Schiene gemacht und jetzt gehen wir auch noch in die Viren rein und in jedem Fall erstmal, damit man die Basis auch hat und dem Patienten das beweisen kann, guck mal hier, du hast eine wirklich massiv reaktivierte EBV oder CMV, was es sonst alles noch gibt, ja. Fast immer Borrelien mit EBV kombiniert, finde ich. Wunderbare Fast Kombination. Immer. Und ich glaube, das ist das Nächste, was man unbedingt noch sagen muss. Es ist nämlich nicht, wie wir früher gedacht haben, ein Keim, eine Krankheit. Erstmal das Milieu ist ganz klar. Ohne Milieu läuft gar nichts. Wenn das schlecht ist, geht's los. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Erreger. Und manchmal ist es auch so, die können 3-mal oder 4-mal infiziert sein, ist gar nichts. Und dann kommt die 4. oder 5. Infektion rein. Und dann macht's Rums. Und dann geht das Ganze geht durch die Decke. Ob du das so siehst, ich sehe oft dann Borrelien und Epstein-Barr-Reaktivierung. Und auch, dann gehst du in die Literatur und setzt dich hin und findest die Babesia. So, und das führt zu Thrombozytopenie. So, was machen die dann mit Thrombozytopenie? Keiner kommt auf die Idee, das zu suchen. Niemand. Nee. Oder wir haben sehr viele auch, die haben eben eine Leukopenie. Dann hast du nämlich die Intrazellulären, die sind in den weißen Blutkörperchen drin. Eine Anaplasma, eine Phagocytophila zum Beispiel. Ne? Die gehen nämlich in die weißen. Das heißt, bei jeder, oder Brucellose, es gibt ja nicht viele, die eine Leukopenie machen. Das ist die Brucella, sehr häufig, Brucella canis. Das heißt, wir haben jetzt gerade 2 Kinder erwischt in der Kita, da kommt der Therapiehund in die Kita. Was wir nicht wussten, erst am Anfang haben wir rausbekommen, dass der Hund gebarft wird, also mit Rohfleisch gefüttert. Und er hatte noch an den Lefzen den ganzen Dreck sozusagen von dem rohen Fleisch. Und die Kinder, auch ist der süß, und haben den geknutscht. Und 2 haben sich mit Brucellose infiziert. Eine tückische Erkrankung, über die ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, meist im Zusammenhang mit Tierkontakten oder mit Rohfleisch. Ja? Und ich sage euch gar nicht, ich weiß, wo das herkommt. Ich habe mich da lange mit beschäftigt. Die fahren im LKW rum und sammeln das in irgendwelchen Tierversuchsanstalten ein. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, was da alles drin ist. Klassisch aber, über unseren Verein ist das aufgefallen, ne? Und der Hund hatte auch eine Brucellose, hat dann letztendlich die beiden Kinder infiziert. Und wir haben das über die Biologie, nicht über mich, diagnostiziert. Und das sind auch so Sachen, die sind nicht häufig, aber genau diese Fälle, die man sich so einfach klären kann, da geht es dann bei mir los. Ich sage immer, wo die anderen aufhören oder wo die keine Therapieerfolge mehr haben, da fange ich an. Und das ist das, was ich auch in Österreich bei uns sehe. Die Parasitologie, Infektologie ist ein so ein Randthema. Ja, ja.
Und wird nicht ernst genommen auch. Nicht nur in Österreich. Genommen, ja. Nicht nur in Österreich. Wenn der Patient sagt, ja, ich war in Asien Urlaub und bin krank nach Hause gekommen. Ja. Dann kommt vielleicht einer auf die Idee, sie waren in Indien, hatten dort 3 Wochen Durchfall. Dann schauen wir mal. Mhm. Aber sonst ist das, wie du sagst, bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, da muss was da sein. Ich habe seit bei Colitis-Patienten Seitenausgänge gesehen, da sind solche Würmer rausgekommen. Oh. Ja. Solche Würmer. Richtig, das kommt nämlich noch dazu. Dann ist das System nämlich noch mehr geschwächt. Ja, durch Wahnsinn. Die Gifte. Denke dran, Ascaris hat mal Fluorid, französischer Biochemiker, 1910 bis 1915 untersucht. Der hat, weiß ich nicht, hunderte von Seiten produziert. Das Gift, was auf Ascaris drauf ist, ist durchaus mit dem Sokrates-Gift zu vergleichen, der Schierling, ne? Schierlingsgift, ne? Von dem Schierlingspilz. Ne? Und das ist zwar dann wenig, die Dosis macht natürlich das Gift, aber wenn du ständig mit Schierlingsgift belastet wirst, dann geht dein ganzes Immunsystem im Darm kaputt und viele andere Konsequenzen hast du noch. Filarien, Aspirin. Ja, das ist unfassbar. Das ist, und das so ist spannend. Viel häufiger, als wir glauben. Und darum werden wir nach der Sendung gerne unterhalten, weil ich plane auch nächstes Jahr wieder eine Öffentlichkeitsarbeit in einem Kongress. Und dann, weil das genau das Thema bei uns fehlt. Ja. Labortechnisch sowieso. Und ja. Leider. Aber ich glaube nicht, ich hoffe, dass wir den Zuschauern jetzt nicht zu viel Angst gemacht haben, dass sie ihre Katze vor die Tür werfen und den Hund wo aussetzen, sondern brauchen keine Angst haben. Gar keine Angst, sondern man muss nur Wissen haben. Wissen ist Macht, nichts Wissen ist Ohnmacht. Wir müssen aus der Ohnmacht raus und vor allem der Betroffene muss da raus. Und wenn der Arzt eben halt sagt, ich weiß das nicht, dann muss man dem auch dann die kalte Schulter zeigen und muss sich eben den neuen Arzt suchen. Und deswegen sage ich immer, gebt nie auf. Das ist das Wichtigste. Ja? Und wer euch nicht gut ist, weg, der wird gestrichen. Ich sage immer auf der Toilette, die Namen der Ärzte schreiben und alles mit dicken Filzschiff durchstreichen, nie wieder hingehen. Und das ist der Fehler. Man geht immer wieder zu dem Hausarzt, der ist ja so nett und ich spiele auch mit dem Golf und alles. Ist mir doch völlig egal. Such dir was anderes, geh woanders hin. Und die Wege sind heute da. Und meine Patienten fliegen durch ganz Europa, kommen aus Finnland, aus der Ukraine, aus England, jetzt kam gerade eine von Ibiza und so weiter. Die Leute kommen übers Internet natürlich an Informationen ran, an die sie normalerweise nicht rankommen. Das ist unsere große Chance und das gilt für uns alle. Lassen wir uns auf dem Niveau wiedersehen und uns auch letztendlich verbinden und austauschen. Wenn ihr Fragen habt, ruft mich an und umgekehrt mache ich das genauso, denn ihr habt alle eure Stärken, von denen ich natürlich teilweise auch nichts weiß. Die Kollaboration macht ja, das ist das Tolle, das Netzwerk. Ja, also ich glaube, diese Herausforderung in der Therapie habt ihr gerade sehr prekär dargestellt. Mhm. Gibt es aber irgendetwas, was der Zuschauer wirklich machen kann, um da vielleicht auch präventiv schon anzusetzen oder simple Dinge? Ihr sprecht ja so oft auch von der Einfachheit. Einfach. Ja, ich meine, du hast eins gerade, oder wir alle haben ja eins wirklich schön festgestellt. Mhm. Ja. Es ist nicht die Katze, die uns tötet. Mhm. Es sind wir, die wir nicht in dem Moment so gesund sind, dass wir mit dem, was die Katze uns da bringt, umgehen können. Mhm. So. Also ist die Lösung, nicht die Katze zu töten, was ich meiner Missy sowieso nicht antun würde. Ja. Und die Lösung ist ganz einfach, uns gesund zu halten. Mhm. Ja. Und wir sind bei deinem Lieblingsspruch, back to the nature. Ja. Mhm. Uns gesund zu ernähren, uns ausreichend zu bewegen. Wir kommen zu all diesen Punkten und zu meinem Lieblingspunkt, wo ich Fachmann bin, Double Happiness. Oh. Je glücklicher wir sind, desto besser ist, desto gesünder ist unser Körper einfach. Wir sehen das in der Krebserkrankung, dass die Menschen dann einfach gesund werden und gesund bleiben. Ich habe in meinem Leben mit 3 Krankheiten zu tun gehabt. Ich war zuerst in der Psychiatrie und habe viele Jahre mit Alkoholikern gearbeitet. Ja? Ja. Dann war ich in der Psychoanalyse und habe hauptsächlich mit Magersüchtigen und Bulimikern gearbeitet. Mhm. Und später mit Krebskranken. So, alle 3. Der Alkoholiker bleibt trocken, wenn er glücklich ist. Die Bulimikerin hört auf zum Kotzen. Die Magersucht kommt überhaupt raus. Und der Krebskranke ebenfalls. Was müssen Sie machen? Sie müssen endlich Ihr scheiß Leben in die Hand nehmen. Ich übertreibe jetzt mal so richtig, dass man das versteht. Ihr Leben in die Hand nehmen. Und zwar Ihr Glück in die Hand nehmen. Ich kann auch nichts für einen Vollpfosten von Lauterbach. Aber ich kann eins entscheiden. Der ist mir Wurst egal. Meine Katze ist mir wichtig. Dein Spaziergang mit meinem Hund ist mir wichtig. Ein schönes Buch zu lesen ist mir wichtig. Ein Glas Rotwein ist mir wichtig. Einen guten Sex zu haben ist mir wichtig. Wie auch immer, mit oder ohne. Ja? weil wir dieses Thema schon haben. Und so weiter. Ja? Das ist mir wichtig. Und eins habe ich lernen dürfen durch Schwerstkrebskranke. Je besser sie es geschafft haben, glücklich zu sein, desto besser war ihre Prognose.
Und da frage ich mich, wir brauchen nicht erst einen Tumor und schwer krebskrank sein. Wenn wir das vorher schon verstehen, das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste hier. Ich will es nur um eins ergänzen, Entschuldigung, dass ich vorgreife. Mache ich ja gerne. Eins muss er wissen. Aus der Reisemedizin, wenn ich eben nach Afrika fahre, muss ich wissen, dass es da Malaria gibt. Und wenn ich eine Katze habe, muss ich wissen, dass ich potenziell eine Toxoplasmose oder eben auch eine Bartonellose, eine Katzenkratzkrankheit bekomme. Mehr braucht man gar nicht zu wissen. Und das Problem liegt nicht darin, dass ich das bekomme, deswegen habe ich da sowieso ja keine Angst vor. Das Problem geht darum, dass ich übersehe, wenn ich mich nicht gesund fühle, dass ich diesen Zusammenhang nicht erkenne. Und wenn der Hausarzt das nicht erkennt, dann ruft mich eben an oder wen auch immer, der mittlerweile Bescheid weiß oder von meinem Netzwerk. Wir haben auch mittlerweile einen Therapiefinder gemacht, kann man überall anrufen. 160 Leute, die ganzen Adressen über ganz Europa, nicht nur Deutschland. Auch die Schweiz sind viele Ärzte dabei. Das Wichtige ist also, dass man weiß, in Afrika gibt es Malaria. Wenn ich da hinfahre, muss ich das wissen, sonst kann ich sterben an der Malaria. Und es kann eben halt auch ein Problem durch meine Katze bekommen. Aber das ist kein Zwang, der auftreten muss, aber er kann auftreten. Und das einzige Problem ist nicht die Gefahr dadurch, sich zu infizieren und Gott weiß, was zu bekommen. Wenn ich früh genug den Zusammenhang erkenne und selber sage, du, da kann ja was sein, der Janssen Rosseck hat das gesagt, dann ist die Lösung da. Dann kann ich mich durchsetzen damit, dann muss ich den Arzt finden, der mir hilft. Und die gibt es heute mittlerweile in Europa. Und dann kann mir gar nichts passieren. Überhaupt nicht. Ich brauche überhaupt gar keine Angst haben. Denn die Kenntnisse, die bringen mich in jedem Fall wieder nach vorne. Ich wollte noch das bestätigen, was du gesagt hast. Ich habe in verschiedenen Longevity Summits in den USA mitgemacht. Die sind so wirklich high-end. Und die zwei wichtigsten Aspekte sind, wo die immer erwähnen, um gesund lang sehr alt zu werden, ist Joy and Laughter. Oh. Joy ist sozusagen pure Lebensfreude im Sinne von Dankbarkeit, dass wir so eine geniale Schöpfung eigentlich sind. Und Humor. Ja. Joy and Laughter. Das ist ein wundervoller Schlusssatz, Per. Vielen, vielen Dank. Ich denke, was auch deutlich geworden ist in diesem Gespräch, dass die öffentliche Gesundheitspolitik über Education wirklich das Bewusstsein erstmal schärfen darf und dann natürlich angemessene Maßnahmen ergreift. Kurs 24 leistet hier definitiv Pionierarbeit. An der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an den Sender und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie hier dabei sind. Und vielleicht können Sie uns eine Unterstützung sein, indem Sie diesen Beitrag teilen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.